Hallo, ich heiße Michal, ich komme aus Buenos Aires. Ich stehe hier an einem besonderen Platz, am Checkpoint Charlie. Ich möchte noch mehr von Berlin kennenlernen. Kommt mit auf meinen Spaziergang. Oh, da stehen Mauerstücke. Hallo Mauer. Ich bin beeindruckt. Ich erlebe hier Vergangenheit. Das ist toll. Das ist ein ganz wichtiger Ort für mich. Er hat mit meiner eigenen Geschichte zu tun. Kommt mit. Buenos Aires. Es ist nicht einfach, hier zu laufen. Es geht nur langsam. Ich fühle die Steine unter mir. Es ist, als ob sich der Boden bewegt. Ein schwerer Gang. Es ist ganz schwer, hier Worte zu finden. In diesen Gesichtern konzentrieren sich alle Menschen, die wir verloren haben und die wir verlieren werden. Es geht mir sehr nahe. Ich esse zwar nicht jeden Tag koscher, aber ich fühle mich damit meinen Wurzeln ein bisschen näher. Ich freue mich. Berlin hat eine Menge toller und berühmter Parks. Einer davon ist der Treptower Park. Da drinnen gibt es ein besonderes Denkmal, das ich kennenlernen möchte. Es erinnert an ein Land, das nicht mehr existiert, die Sowjetunion. Die Größe ist beeindruckend. Man fühlt sich so winzig vor diesem riesigen Denkmal. Ich muss ein Foto machen. Da ist der russische Soldat mit dem Kind im Arm. Er zerstört das Hakenkreuz und beendet damit den Krieg. Eindrucksvoll. Anscheinend ist es in Berlin möglich, am Steg auf ein Boot zu warten und mit einem ganz normalen Busfahrschein die Spree zu überqueren. Ich fahre jetzt auf die andere Seite. Ich hoffe, euch hat mein Spaziergang durch Berlin gefallen. Tschüss. Ciao.